Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, woraufhin sein buschiger roter Schnauzbart und seine Hängewangen wie zur Bekräftigung erbeben. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Alle bleiben bei den Wagen, kapiert? Bleibt aus den Wäldern raus und die Biester sollen euch holen, wenn ihr einen Spaziergang durch diese Ruinen da oben plant. Er nickt in Richtung einer bedrohlich wirkenden schwarzen Masse am Berghang. Whole areas crawling with hut-dwelling types who'd be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Die ganze Gegend wimmelt nur so vor diesen Hüttenbewohnern, die euch für euer Eindringen nur zu gerne mit einer Axt begrüßen würden. Passt also auf, dass ihr keinen Dreck auf ihren heiligen glühenden Felsen hinterlasst. Tonight everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Veils less than a day out. Understood? Heute Nacht bleiben wir hier und morgen früh räumen wir den Weg frei. Goldtal ist keine Tagesreise weit entfernt, verstanden? Schließlich wendet sich der Karawanenmeister dir zu und legt die Stirn in Falten, während er dich mustert. Touch of the rumbling rot could be. There's a stinging beetle round here carries it. You'll be fine once it passes your innards, unless you don't drink water, course, which case you'll be dead in a day. Leichte Grollfäule vielleicht. Gibt einen Stechkäfer in der Gegend, der das überträgt. Erstmal durch die Eingeweide durch, dann geht's wieder. Es sei denn, du trinkst kein Wasser. In dem Fall bist du in einem Tag tot. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Dann gibt's eine Beere in der Region, klein und rosa, nennt sie Frühlingsbeere. Ungefähr so groß wie ein Fingernagel, verursacht höllische Magenkrämpfe, wenn man sie isst, aber die Grenzbewohner machen einen Tee daraus, der die Innereien beruhigt. Sollte dich über die Nacht bringen, sieh dich einmal um, ob du welche finden kannst. Währenddessen sorge ich dafür, dass du etwas... Sorge ich dafür, dass wir etwas Wasser für dich auftreiben. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. Odema schaut über seine Schulter zu seinem Gehilfen, einem kernigen Mann namens Sparfell, der einen alten, sonnengebleichten Bogen trägt. Ich weiß, du willst jagen, bevor es noch dunkler wird, aber kümmere dich trotzdem zuerst um unsere Wasservorräte. Hier ist jemand krank. Er nickt in deine Richtung. Sparfell nickt und lässt den abgenutzten Bogen über seine Schulter gleiten. Wo finde ich denn diese Beeren? Grow on a bush that's common round here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Ich mache wahrscheinlich die Sprachausgabe wieder etwas lauter. Sie wachsen an Büschen, die hier ziemlich verbreitet sind. Sehen irgendwie komisch aus. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Glaub nicht, dass du dich weit von der Straße entfernen musst, um einen zu finden. Was sind das denn für Ruinen? Nothing you won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay, if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Die gleichen wie auf der Hälfte aller Hügel hier in Erglanfahrt. Die gleichen wie auf der Hälfte aller Hügel hier in Erglanfahrt. Der Schnickschnack da drin bringt die Trutzbucht viel Geld. Wer es dir nichts ausmacht, dir hier und da einen Glanfantaler Pfeil einzufangen. Die haben das Zeug jetzt zwar nicht erbaut, aber wenn sie es nicht wie eine Bärenmutter. Aber wenn sie nicht wie eine Bärenmutter darauf aufpassen, bin ich das Bildnis. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pawn, so I hear. Die in der Gegend sind natürlich schon zigmal geplündert worden. Nichts übrig, was auch nur einen halben Pant wert wäre. Zickert fügt er hinzu, habe ich zumindest gehört. Und wer hat die Ruine? Got different names for them. Settlers called them Inguithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins, tell you that much. Und Odema zuckt mit den Achseln. Haben viele Namen. Die Siedler nennen sie Inguithaner. Haben denen jedenfalls nicht so sehr gefallen, dass sie was gegen ihren Verfall getan hätten. So viel steht fest. Ist es gefährlich hier draußen? Not if you hurry about your business. Nicht, wenn du dich beeilst. Not if the weather holds up. Und nicht, wenn das Wetter hält. In seiner Stimme klingt Besorgnis mit, aber er geht nicht weiter darauf ein. Was ist denn... das Wetter hier draußen. Wie ist denn das Wetter hier draußen? This time of year, rain mostly and wind. But there's a different kind of wind out here time to time. Locals call it a Biowick, born out of the ether.
The Spirit's Path. Never seen it myself. Never care to. Zu dieser Jahreszeit, Regen hauptsächlich und Wind, gibt hier draußen aber noch eine andere Art von Wind von Zeit zu Zeit. Die Einheimischen nennen es Biawak, geboren aus dem Äther. Dem Weg der Geister. Habe ich nie erlebt, will ich auch nicht. Was sind denn das da für riesige Felsen, die aus dem Boden ragen? They don't got Adra, where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. Odema runzelt die Stirn. Gibt's kein Adra dort, wo du herkommst? Naja, Adra wächst halt einfach so aus dem Boden. Reichen tief wie Baumwurzeln, manche sogar bis ins Herz der Welt, glaubt man den Geschichten. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. Mehr eine Hülle als ein richtiger Fels. Einfacher zu bearbeiten, wenn man ein Steinmetz ist. Hat alle möglichen seltsamen Eigenschaften oder eine Art Eigenleben. Stirbt, wenn man ihn ausgräbt. Verliert seinen Glanz. Die Leute glauben, dass er früher noch hier und da gewachsen ist, aber heutzutage nicht mehr. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. Die Seelenmetzger in Trutzburg benutzen ihn für Verschiedenes. Hab gehört, es kann jemandes Seele aufnehmen, aber das brauche ich nicht unbedingt sehen. Hab schon genug Sorgen, auch ohne sowas zu erleben. Dann werde ich mal diese Bären suchen gehen. Hold on. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot. Not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Moment, nimm dir jemanden mit. Ich weiß, dass du kein hilfloser Grünling bist wie der Großteil dieses Haufens. Aber wenn es dich erwischt, will ich nicht nach deiner Leiche suchen müssen. Muss mich an den Zeitplan halten. Er schaut über die Reisenden und lässt seinen Blick dann länger auf einer kräftigen, gepanzerten Frau ruhen, die während der Reise die Nächte auf unebenem Boden ohne Decke oder Kissen verbracht hat. Kalisha. Kalisha! Kalisha. Kalisha, die Frau schaut in aller Seelenruhe zu euch auf. Sie muss ein paar Frühlingsbeeren finden. Sieh zu, dass sie nicht tot umfällt. No promises. Keine Versprechen. What kind of guide says something like that? Welche Art von Begleiterin sagt denn sowas? Kind you can afford. Eine, die du dir leisten kannst. Don't listen to her. You're in good hands. And I pay too well, if anything. Und immer schnaubt und schüttelt den Kopf. Er sieht dich an. Ah, hör nicht auf sie. Du bist in guten Händen. Er wirft dir einen Seitenblick zu. Und überhaupt, ich zahle viel zu gut. Off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Biawak, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Und dem was leichtes Grinsen verschwindet hinter seinem Schnauzbart und er wird abermals ernst. Und nun geh. Hier und dann sollte Vorräte haben. Rüste dich aus, bevor du losziehst. Wir befinden uns in einem rauen Land. Hol dir eine Handvoll Beeren und komm sofort wieder zurück. Und wenn auch nur das Geringste sein sollte, lässt du alles stehen und liegen und nimmst die Beine in die Hand. Irgendwas in der Luft heute Nacht. Wenn es ein Bierweg ist, suchen wir Deckung in den Ruinen. Scheiß auf die Hüttenbewohner. You heard the man. Let's get going before you keel over. So, Gruppen-KI ist aktiv. I'm here. Wir haben Hände auflegen, wir haben Reserve anzapfen. What you need? Hat sie auch und Niederstrecken auch. I'm here. Hand auflegen kann man zweimal pro Begegnung benutzen und das eigentlich auch zweimal pro Begegnung. Also pro Begegnung heißt pro Kampf so gesehen. Diese hohen, wie Grünglas wirkenden Säulen sehen aus, als seien sie direkt aus der Erde gewachsen. Das flackernde Feuer lässt Schatten herumtanzen. Ja. Gucken wir mal in unser Tagebuch rein. Also Weißmark sehen wir noch nichts, ist klar. Quests, Aufgaben und dann halt die Hauptquest, also die Hauptstory. Die Aushöhlung des Dürrwalds. Eine kurze Verschnaufpause. Eine Krankheit ist plötzlich über mich gekommen. Der Karawanenmeister hat mich dazu gedrängt, vor der Verschlechterung meines Zustands eine Arznei herzustellen.
Und die deutete an, dass mich ein gewisser mit hiesigen Beeren gebrauchter Dirk heilen sollte. Sparfield ist aufgebrochen, um Wasser vom Fluss zu holen. Frühlingsbeeren zu besorgen ist aber meine Aufgabe. Odema sagte, dass sie an einem unverwechselbaren Busch wachsen. Goldtal. Goldtal soll eines der reichsten Dörfer im Dürrwald sein, das eine Vielzahl an Gelegenheiten zum Arbeiten und Reichwerden bieten soll. Mir wurde gesagt, dass sie neue Siedler Land anbieten. Die Reise nach Goldtal war lang und sie ist noch nicht ganz vorbei. Glücklicherweise hat mich das Reisen mit der Karawane vor einigen Gefahr des Dürrwalds bewahrt. Tagebuch, Biografie. Vor einiger Zeit hast du dein dir vertrautes Heimatland verlassen und es gegen das große Unbekannte dem unbezwungenen Grenzlande getauscht. Als du mit einer Karawane nach Goldtal reistest, wurdest du krank. Der Karawanenmeister schickte dich mit einem seiner Gehilfen namens Kalisha fort, um nach einer Arznei zu suchen. So, Enzyklopädie ist... gut gefüllt. Hallo, Eotas. Hinweise, Eigenbeschuss. Kampfmechaniken, Orte, könnte man sich durchlesen, brauchen wir jetzt aber nicht. Notizen. Notizen werden nachher interessant, wenn ich da selber Sachen reinschreibe. Angreifen, abbrechen, alle auswählen, Formation. Rasten. Wir haben keine Rastvorräte. Wir können schleichen. Absolutely. Okay. Unser Inventar. Ah ja, genau. Unser Spektralschweinchen. Und der Gaunschwurring. Ich weiß gerade gar nicht. Da ist unser Gold. Da sind unsere Rastvorräte. Ich sehe allerdings kein Gewichts... also Traglast. Also ist wirklich nur das Inventar die Begrenzung gewesen. Filter. Sind auch in Ordnung. Ach ja, das sind all die Sachen... also diese Seite ist für die Steuerung der Leute. Das ist unser Pause- und Geschwindigkeitsmenü. Langsamer und schneller Modus. Wir können Pause machen. Machen wir mal Pause. Und die Seite sind unsere ganzen Menüeinstellungen. Wir können das Ganze auch wegschieben. Also praktisch. Also ich muss mich noch mal kurz ans Spiel gewöhnen. Sollte aber nicht lange dauern. Also Inventar. Das ist unser Charaktersheet. Wir haben gerade keine Reputation. Okay. Persönlich und Gruppe. Gut, das ist unser Tagebuch. Das haben wir schon gesehen. Die World Map und alles. Also wir sind hier oben in Zeeland Liss gerade. Und Zwillingsulm ist so die Endstation gewesen. Die Map hat schon ziemlich viel an sich. Allein schon bis wir es mal hier über den Fluss geschafft haben in Richtung Trutzbucht. Trutzbucht ist eigentlich auch ziemlich groß. Also Tagebuch, Karte, Festung besitzen wir noch nie und das Optionsmenü, ja. Gut. Go on then, before it gets too dark. Also, ich wollte ein paar Sachen machen, nämlich die Scrollgeschwindigkeit mal etwas erhöhen. So. Beuteeinzugsgebiet ist okay, Tontypverzögerung auch. Ich wollte aber im Ton die Dialoglautstärke wieder auf Maximum stellen. Go on then, before it gets too dark. So, hier sind überall Karawanenreisende. Ich habe keine Dietriche, um dieses Ding zu öffnen. Und ich bin auch immer noch irgendwie im langsamen Modus. So, jetzt bin ich wieder im normalen Modus.
Hier stehen unsere Pferde und hier ist auch ein bisschen Orlands Wiege zum Einsacken. Das kommt, glaube ich, in, genau, in die Handwerkstruhe. Ach ja, unser Lager.